Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video das Speichermanagement der Common Language Runtime mal etwas genauer an. Und wir gehen erstmal auf die grundlegenden Sachen ein, wie der Speicher denn überhaupt abgebildet ist. Der ist nämlich in zwei wesentliche Teile aufgeteilt, wie wir das auch schon bei anderen Programmiersprachen oder Maschinencode im Allgemeinen eben kennen. Wir haben eben einen Code-Teil, in dem sind im Wesentlichen die Klassen und die Methoden enthalten, die wir eben haben. Und wir haben einen Datenteil, der ist wie bei anderen Sprachen auch durch Stack und Heap letztendlich repräsentiert. Wie schon gesagt, Code-Teil enthält im Wesentlichen Informationen zu den Methoden, die eine Klasse bereitstellt. Wir werden uns hier aber auf das Verhalten von Stack und Heap im Wesentlichen sozusagen das genauer anschauen, weil das zur Laufzeit sich eben sehr dynamisch ändert. Der Code-Teil, der bleibt relativ statisch. Da werden eben die entsprechenden Methoden zu den Assemblies reingeladen, die eben bei Programmstart existieren, die statisch verlinkt sind. Man kann rein theoretisch auch zur Laufzeit Assemblies dynamisch laden, dann würde der Code-Teil eben erweitert werden. Das ist aber auch ein bisschen komplizierter, da muss man über sogenannte Domains reden, die eben dann sozusagen einen abgetrennten Speicherbereich in der CLR repräsentieren, und genauer möchte ich da nicht drauf eingehen. Es ist einfach bloß wichtig, dass man als Programmierer ein Verständnis dafür hat, wie sich Stack und Heap, also der Datenteil, eigentlich verhalten, wenn wir bestimmte Codezeilen ausführen. Und dann kommen wir nämlich gleich zum nächsten. Was ist denn Stack und was ist der Heap genau? Der Stack ist letztendlich zur Verwaltung von Methodeninformationen relevant. Also wir haben allgemein Methodeninformationen, die auf dem Stack liegen. Das repräsentiert sich eben hier durch, wenn wir hier von Methodeninfo sprechen, durch eine Rückgabetyp hauptsächlich und eine Rücksprungadresse. Das heißt, wo müssen wir hin, wenn unsere Methode beendet ist? Wer hat uns aufgerufen? Das wird hauptsächlich in Methodeninfo gekapselt. Zusätzlich liegen auf dem Stack eben auch noch Parameter und Variablen. Das sind die drei Sachen, die auf dem Stack liegen. Wie gesagt, Methodeninfo ist mehr eine Kombi aus mehreren Informationen. Ich habe das eben gewählt, damit die Darstellung etwas einfacher wird und wir sozusagen etwas leichter mit diesem vereinfachten Modell, das ich hier jetzt zeigen werde, operieren können. Auf dem Heap ist es in der Common Language Runtime so, dass da ausschließlich Objekte liegen, das heißt Instanzen von Referenztypen. Und am besten ist es tatsächlich, wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir haben hier eben Vorlagen für Elemente, die auf den Stack gepusht werden. Das sind eben diese längeren Rechtecke hier, wo eben bestimmte Sachen drin stehen. Wir können auch noch mal kurz hinzoomen. Das war ein bisschen viel. Wir haben hier eben Methodeninfos. Da kann man sich im Wesentlichen darunter vorstellen, dass das Rückgabetyp oder Rückgabewert, eigentlich um genauer zu sein, und eben die Rücksprungadresse ist für unsere Methode, in der wir uns gerade befinden. Hier haben wir eben einen Parameter. Ein solches Rechteck stellt einen Parameter dar. Und wir sehen hier eben, wir haben den Parameternamen am Anfang. Dann haben wir in Klammern den Typ. Wir sind ja in C-Sharp bei einer stark typisierten Sprache. Das heißt, jede Variable, jeder Parameter, jedes Feld hat einen festen Typ. Und den werden wir hier angeben. Und dann steht hinter einem Doppelpunkt sozusagen der Wert, der tatsächlich innerhalb dieses Parameters oder dieser Variable steht. Hier oben haben wir Objekte. Im Heap ist es eben so, dass Objekte nicht die Methoden enthalten, die ihr
die von den Klassen sozusagen vorgegeben werden. Ein Objekt ist ja immer Instanz einer bestimmten Klasse. Wir haben ja die Analogie ungefähr aufgestellt, dass man sich das vorstellen kann, wie eine Klasse ist ein Bauplan und ein Objekt wird dann nach einem Bauplan erschaffen. Das kann man sich so ungefähr vorstellen, wie wir haben einen Plan für ein Haus und das Haus kann man dann mehrmals in die Landschaft setzen. So in etwa kann man das metaphorisch verstehen. Was auf dem Heap tatsächlich aber ausschließlich bei einem Objekt landet, sind die Feldwerte. Sämtliche anderen Sachen, Methoden, Properties, Events landen alle im Code-Teil. Außer natürlich die Backing Fields von Properties und die Backing Fields von Events, das ist natürlich klar. Aber an sich sind Events und Properties ja auch nur spezielle Methoden, getSet bzw. addRemove, deswegen sind diese an sich erstmal im Code-Teil. Wirklich bloß im Heap befinden sich eben die entsprechenden Felder einer Klasse oder für ein Objekt dann sozusagen. Und sie bestimmen dann eben auch, wie die Speicherstruktur eines Objekts aussieht. Okay, dann schauen wir uns einfach nochmal dieses Beispiel hier hinten an, was hier passiert. Und wir haben hier eben eine Person, die wir als erstes erstellen. Ich werde einfach Schritt für Schritt durch diesen Code hier jetzt durchdebuggen. Und wir würden dementsprechend einfach mal das jeweilige Bild des Speichers zu jedem Schritt zeigen. Wenn man das dynamisch sieht, dann kann man es meines Erachtens auch mit am besten verstehen. Okay, dann fangen wir mal an. Wir sind jetzt hier in der Main-Funktion, wie wir hier sehen. Das ist ja unser Einstiegspunkt für unser Programm und wir haben bis jetzt noch nichts ausgeführt. Das Erste, was wir hier beachten müssen, ist, dass wir eben jetzt hier auf den Stack eben für unseren Prozess diese Methoden-Info Main pushen. Hier wird jetzt sozusagen drinstehen, der Rückgabewert, der ist ja bei uns sozusagen nicht vorhanden, weil wir haben hier eine Void als Rückgabetyp, deswegen brauchen wir auch keinen Rückgabewert und wir haben keine Parameter, das heißt wir müssen diese nicht auf den Stack pushen. Dann kommen wir zurück. Was wir aber machen müssen, wenn wir am Anfang einer Methode sind, ist, dass wir alle Variablen, die in dieser Methode vorkommen, der Reihe nach einfach hier in den Stack schreiben müssen. Also bevor hier die erste Zeile Code in dieser Methode ausgeführt wird, werden sofort bei Beginn der Methode alle Variablen, die in dieser Methode existieren, auf den Stack gepusht. Wir haben sozusagen in C# nicht das Problem, dass wir alle Variablen, die wir nutzen wollen, am Anfang einer Methode haben. Implizit zieht der Compiler aber diese Definition hier einfach nach oben. Im Prinzip, wenn man es genau nehmen muss, muss man sogar nach Codeblock gehen. Aber das schauen wir uns dann später nochmal genauer an. Das Erste, was wir hier machen, wir kopieren uns dieses Kästchen hier. Das ist nicht so praktisch. So. Und wir haben hier eben eine Variable, die heißt Person, nehme ich mal an, genau, Person. Und ist eben vom Typ Person, wie wir dann hier sehen. Das war, wird ja vom Compiler aufgelöst. Also wir machen hier Person, ist vom Typ Person. Und da steht standardmäßig noch Null drin. Das ist eben der Standardwert für Referenzobjekte. So, und dann kommt das nächste. Wir kriegen hier jetzt eben nochmal eine Variable. So. Und diese heißt eben Point, nehme ich an, klein geschrieben. Ja, und ist vom Typ Point. Und hier steht tatsächlich schon ein bestimmter Wert drin.
wir werden dieses Element mal etwas größer machen. Denn wir haben hier implizit ja eine komplexe Struktur dahinter. Da Point aber eine, sozusagen ein Wertetyp ist, kommt das Ganze auf den Stack direkt mit in diese Variable rein. Also wir haben hier sozusagen, ich glaube, das waren Double-Werte, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, diese Point-Struktur hat ja 128 Bit letztendlich dann auf dem Stack, 2x64 für X und Y. Also wir haben hier sozusagen die Felder X, oder ich glaube, sie hießen sogar Groß X, das vom Typ Double ist. Und wir haben hier eben auch Y, was ebenfalls vom Typ Double ist. Und diese sind aber jetzt noch nicht initialisiert. Beide. Ich mache das noch etwas größer. So. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Also wie gesagt, wichtig ist bloß, dass wir hier dieses Point haben. Wir kommen jetzt zu dem Fall, dass wir diese Zeile ausführen wollen. Und was wir hier machen ist, wir schauen ja in diesen Konstruktor rein. Das heißt, wir machen das auch mal direkt. Wir springen jetzt hier in diesen Konstruktor rein. Also was passiert hier genau? Nochmal einen Schritt zurück. Wir haben hier den new-Aufruf. Dadurch wird ein Objekt im Heap erzeugt. Was hier passiert, ist eben genau das. Vielleicht soll ich den kopieren, das wäre besser. So, wir haben hier eben ein Personenobjekt. Vielleicht schiebe ich es auch noch etwas weiter hier nach rechts, damit wir etwas mehr Platz haben. Und ein Personenobjekt, wenn wir jetzt uns diese Klasse mal anschauen, das hat eben an Feldern für die automatische Eigenschaft Vorname und für die automatische Eigenschaft Nachname jeweils ein Backing Field. Und das schreiben wir eben in der üblichen Schreibweise, wie man es bei mir gewohnt ist. Ich werde hier noch schnell diese Sache etwas größer machen. Wir haben hier sozusagen ein Feld, das heißt Vorname ist vom Typ String. Und wir haben ein Feld Nachname, das ist ebenfalls vom Typ String. Auch hier nehmen wir den Wert erstmal raus. Das hier können wir komplett wegnehmen, weil unser Personenobjekt eben bloß über diese beiden Felder verfügt. Und wir werden jetzt eben sehen, wir bekommen hier ja bei diesem Aufruf, wenn wir im Konstruktor landen, also nochmal kurz zur Wiederholung, das hier ist tatsächlich das, was nach dem new-Aufruf passiert. Also bloß ausschließlich nach diesem new-Person. Wir sind noch nicht im Konstruktor tatsächlich gelandet. Wir haben einfach bloß durch new ein solches Objekt hier auf dem Heap erstellt und die entsprechenden Felder, die in diesem Objekt enthalten sind, sind auch noch nicht initialisiert. Also wenn ich es genau machen möchte, würde ich hier auch nicht initialisiert jeweils in diese Speicherstellen reinschreiben. Was heißt eigentlich nicht initialisiert? Hier steht im Prinzip noch der Wert, der schon in diesem Speicherbereich drinsteht, also beliebige Einsen und Nullen, die eben vom vorherigen Gebrauch noch zur Verfügung stehen. Es kann auch sein, dass hier komplett genullte Werte drin liegen, wenn wir am Anfang irgendwie kurz nach Computerstart sind. Aber darauf haben wir als Entwickler eben überhaupt keinen Einfluss. Also wenn wir nicht initialisiert lesen, dann wissen wir eben, dass das damit zusammenhängt, dass da einfach diese Werte für unseren eigenen Prozess im Speicher noch nicht initialisiert wurden. Okay, jetzt aber zurück zum Eigentlichen. Wir kommen jetzt in diesen Konstruktor rein.
Das heißt, wir müssen eben diese Methode jetzt auf den Stack pushen. Sieht wie folgt aus. Wir nehmen uns hier eben dieses hellblaue Kästchen wieder. Und das ist eben Konstruktor Person. Und dieser Konstruktor, das schauen wir uns auch gleich an, der bekommt hier jetzt zwei Parameter. Und sobald wir eben diese Methode, wie hier beim gelben Pfeil angedeutet, eben betreten, dann werden eben auch die entsprechenden Parameter jetzt hier auf den Stack gepusht. Zwei Stück. So. Diese Parameter heißen Vorname, String, und Nachname, ebenfalls vom Typ String. So, und wenn wir uns nochmal den Aufruf hier anschauen, dann sehen wir eben, dass hier hart kodierte Werte dahinter liegen. Wo landen jetzt diese Strings Water und White? Im Prinzip ist es so, dass String ein Referenztyp ist. Referenztyp heißt immer, die entsprechenden Instanzen zu String liegen auf dem Heap. Ist bei C-Sharp immer so, können Sie sich auch für Java merken, die haben im Prinzip ein sehr, sehr, sehr ähnliches Memory-Modell. Also das nächste, was wir machen, ist, wir holen uns hier eben ein neues Objekt, duplizieren das und schieben das mal hier mit hin. Wir könnten das noch gruppieren, damit man es ein bisschen leichter tun. Beim Verschieben oder Alignment. So, hier haben wir eben eine Instanz von String jetzt. So, und ich mache es jetzt mal ganz genau, damit man das einmal gesehen hat, werde dann aber eine abkürzende Schreibweise verwenden, damit wir nicht die Übersicht hier bei uns flöten geht. Was ist ein String? Im Prinzip können wir uns einen String so vorstellen wie ein Array von Characters, also Buchstaben. In diesem Fall, durch diesen hart kodierten String, haben wir hier eben eine Charakterlänge von 6 Stück. Das heißt, unser String ist eigentlich ein Array von 6 Charaktern. Der Datentyp char oder char, je nachdem wie man aussprechen möchte, der ist eben ein Wertetyp, und jetzt wird es interessant. Wir schauen jetzt nochmal zurück. Wenn wir jetzt unseren String tatsächlich erweitern, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, ich werde nochmal angruppieren und nur hier dieses Ding verlängern und dafür diese drei Sachen nochmals duplizieren. In der Hoffnung, dass ich es hinbekomme. Moment bitte. So. So sollte es einigermaßen funktionieren. Ist jetzt nicht ultimativ richtig, aber im Prinzip können wir uns vorstellen, dass es hier eben eine Stelle, die schreibe ich mal so, String von 0 gibt. Wir haben ja nullbasierte Arrays vom Typ Character. Da steht jetzt eben das große W drin. An der ersten Stelle dieses Arrays ist eben der Wert klein a. An der zweiten Stelle oder an der dritten Stelle, an Index 2, um genau zu sein, da muss man ja immer relativ aufpassen, wie das genau definiert ist. Dann haben wir natürlich hier an der dritten Stelle eben ebenfalls wieder einen Character, das kleine t. So, und hier eben, also man sieht schon, wie das Ganze aufgebaut ist, hier eben
kleine E und an der letzten Stelle eben Index 5, das R. So steht genau genommen dieser String Walter hier im Speicher. Das ist ein eigenes Objekt und ein String kann man sich wirklich wie ein Array vorstellen, der mehrere Character kapselt, und dadurch haben wir jetzt eben diese Abbildung. Warum ist das so? Wie gesagt, Character ist ein Wertetyp, das heißt an der entsprechenden Stelle, hier eben an der nullten Stelle von diesem Array, liegt direkt der Wert groß W. Also dieser Buchstabe groß W ist sozusagen Teil des Objekts. Wenn wir uns diese Memory-Stelle eben anschauen würden, direkt im Speicher, wenn wir eben einen Hexdump machen würden, würden wir hier tatsächlich als Teil dieses String-Objekts dieses W sehen. Und dann kommt das A, L, T, E, R. Anders wäre es hier, wenn wir eben an diesen verschiedenen Array-Stellen einen Referenztyp hätten. Dann würde nämlich das passieren, was gleich eintritt. Wir würden dann hier eben nicht einen direkten Wert haben, sondern wir hätten hier eine Adresse zu einem anderen Objekt drinstehen. Aber das schauen wir uns gleich an, wie sich das hier jetzt noch weiterentwickelt. Anyway, diese Darstellung für Strings ist natürlich sehr groß. Deswegen mache ich es mir viel einfacher und gebe einfach hier vereinfachend an, dass hier einfach bloß Walter drinsteht und wir das sozusagen als einen solchen Array interpretieren können. So. Natürlich haben wir dann nicht bloß den einen String bei uns. Das können wir jetzt wieder kopieren. Uns leichter tun. Wir haben hier natürlich auch White noch drin stehen. Kopieren auch das. So. Dann haben wir hier gleiche Abstände. Und diese beiden Parameter, von denen ich eigentlich ursprünglich mal gesprochen habe, hier gebe ich ja diese Objekte an, also die werden implizit sozusagen beim Programmstart werden diese Strings automatisch vom Compiler mit in den Speicher geladen. Diese Parameter, die wir hier im Konstruktor haben, die referenzieren jetzt eben diese Objekte. Das heißt, ich mache hier einen Connector von, das ist der Vorname, er schaut sozusagen auf ihn. Und wir haben, er schaut auf ihn. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Wir können ja einmal hinzoomen. Das Wichtige ist eben, hier steht jetzt jeweils eine Referenz drin, was ich mit ref abkürze. Was heißt das? An dieser Stelle im Stack steht eben je nach Plattform 32 oder 64 Bit eine entsprechend lange Adresse zu diesem Objekt im Speicher hin. Also im Prinzip die Anfangsadresse, wo eben dieses Objekt hier beginnt oder respektive eben das hier. So, dann können wir uns noch ein bisschen die Ansicht vereinfachen, wenn wir das so machen. Und so sieht sozusagen der Konstruktor zu Beginn dieser Methode im Speicher aus. Was jetzt passiert ist, dass wir der Eigenschaft Vorname großgeschrieben den Parameterwert von Kleinvorname eben zuweisen. Das heißt, wir rufen implizit diesen privaten Setter hier auf und die Standardimplementierung von dieser automatischen Eigenschaft sorgt ja dafür, dass letztendlich bloß in das automatisch erzeugte Backing Field für diese Eigenschaft dieser Wert geschrieben wird. Das heißt, wenn wir jetzt das hier ausführen, sozusagen hier beim nächsten Statement stehen bleiben, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass wir hier bei Vorname jetzt diesen String referenzieren. Ja? Also nochmal, wenn wir auf Felder Werte setzen, dann kommen diese Werte eben direkt hier, wenn es ein Wertetyp ist, in dieses Feld
zu diesem Objekt mit hinein, oder wenn eben Vorname wie hier ein Referenztyp ist, dann heißt es, dass hier letztendlich eine Adresse drin steht zu diesem Objekt. Und das ist eben angedeutet in diesem Diagramm mit ref und file zu String, zu diesem String-Objekt hier. Ja, und wenn wir hier Nachname natürlich zuweisen, dann passiert genau das Gleiche. Wir sind hier dann eben in dem Fall, dass dieser Nachname hier auf dieses Objekt zeigt. Und auch hier müssen wir dann natürlich hier ref eintragen. Und damit sind sozusagen alle Werte oder alle Felder dieses Objekts initialisiert. Im Prinzip haben wir eben bloß da die Adressen, die in diesen Parametern standen, hier in die entsprechenden Felder übertragen. Und jetzt kommt eben das Wichtigste, oder auch ein wichtiger Fakt, sagen wir es mal so. Wenn wir eine Methode verlassen, wie jetzt das hier der Fall ist, dann wird diese Methode vom Stack komplett abgebaut. Das heißt, alles, was jetzt zu diesem Konstruktor gehört hat, diese Methodeninformationen und diese Parameter, die kommen jetzt vom Stack weg. Damit natürlich auch die entsprechenden Verbindungen oder die Adressen, die halt hier drin stehen. Das sind ja bloß Adressen. Okay. So. Also wir merken uns, wenn wir in eine Funktion reinspringen, wird die Methodeninfo, alle Parameter und alle Variablen, die in dieser Methode vorkommen, auf dem Stack gepusht. Wenn wir eine Methode wieder verlassen, kommen alle diese Informationen automatisch wieder weg. Und das ist wirklich eine Deallokation von Speicher auf dem Stack. Wir müssen uns beim Stack überhaupt nicht darum kümmern, dass Speicher, der hier sozusagen gerade genutzt wird, der allokiert ist, dass wir den deallokieren müssen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das wird komplett automatisch gemacht und passiert eben genau dann, wenn wir eine Methode verlassen. Das ist wichtig zu wissen. So, der letzte Punkt aus diesem Statement, das wir hier gerade ausführen, ist natürlich die Zuweisung. Der New-Operator gibt nämlich die Adresse dieses neuen Objekts, was wir hier eben im Heap erstellt haben, zurück. Und wir können jetzt eben diese Adresse unserer variablen Person zuweisen. Das heißt letztendlich nichts anderes, als dass wir hier wieder ref reinschreiben und wir machen hier jetzt eine Verbindung hoch zu unserem Personenobjekt und schieben das hier noch zur Seite. So sieht sozusagen nach dem Konstruktoraufruf, den wir jetzt explizit einmal durchgemacht haben, unser Stack und unser Heap aus. Wir haben hier eben jetzt diese Person und die wird referenziert über die Variable auf dem Stack und die Person selber setzt sich eben zusammen aus Vor- und Nachname und diese referenzieren wiederum String-Objekte, die ebenfalls im Heap liegen. Also wir haben zurzeit drei Objekte im Heap laut unserem Code und eben diese Variablen und Methodeninfo auf dem Stack. Weiter geht's. Wir haben jetzt hier eben einen Console-WriteLine-Aufruf. Dazu haben wir jetzt natürlich nicht den Code. Das heißt, ich werde das hier jetzt einfach mal überspringen. Natürlich wird diese Methode, also wir können zumindest hinschreiben, das können wir mal ganz kurz machen, dass wir hier eben, das wollte ich nicht, dass wir hier die Methodeninfo holen. Hier würden wir sozusagen console.writeLine aufrufen. Also wenn wir ganz genau sind, müsste das hier eigentlich auch program.main heißen. Und hier hätten wir auf jeden Fall mal diesen einen Parameter. Das ist eben, ich nehme mal an, der wird value heißen. Wir können ja mal in die Signatur dieser Methode schauen. Wir bekommen hier den value und das ist eben vom Typ String in diesem Fall. Aber da, verzeihen.
Das war zweite. Also wir haben hier Value vom Typ String. Und das ist eben eine Referenz wiederum. Und schauen wir nochmal direkt zum Code zurück. Wir haben hier eben Punkt voller Name aufgerufen. Und voller Name, wenn wir uns da nochmal hinorientieren, das ist eben bloß ein Getter. Diesen Aufruf haben wir jetzt sozusagen gerade übersprungen. Aber hier wurde eben ein neuer String gebildet, indem wir hier diese Sachen konkatenieren. Das heißt, es ist jetzt auch eine vereinfachte Darstellung, aber wir können hier eben dieses String-Objekt nochmal kopieren und hier steht dann tatsächlich Walter White drin. Also das wurde sozusagen vom Getter neu erstellt und wir referenzieren jetzt eben über diese Eigenschaft hier dieses neue String-Objekt. Ja, so ungefähr würde das aussehen. Das wird dann eben auf der Konsole ausgegeben. Was da intern passiert, das wissen wir eben nicht genau. Also wir können hier den Stack nicht weiterzeichnen, weil wir den Code von ConsoleWriteLine jetzt nicht zur Verfügung haben. Anyway, wenn wir eben aus dieser Methode wieder rausgehen oder diese hier wie in diesem Fall überspringen, dann sind wir eben hier wieder an dem Punkt angelangt, dass wir diese Objekte hier wegnehmen können. Und diesen String Walter White, den lasse ich jetzt mal im Speicher stehen. Ja, dann kommen wir zum anderen Punkt, dass wir jetzt eben hier diese Variable Point initialisieren. Und wir haben auch im letzten Video gesehen, das hat mit dem New-Aufruf auf Klassen eben gar nichts zu tun, dieser Objektinitialisierer oder Strukturinitialisierer, wie er eigentlich wahrscheinlich heißen sollte. Das, was hier passiert, ist tatsächlich bloß, dass die Werte von unserem Point-Objekt, was auf dem Stack liegt, hier eben jetzt auf ihren Standardwert initialisiert werden. Also wir haben hier jetzt sozusagen 0.0 drin stehen in x, genauso wie in y. Und wenn wir jetzt eben hier, also ich möchte es nochmal hervorheben, Point ist eine Struktur. Ja, der wichtige Punkt ist das hier. Das ist eine Struktur, keine Klasse. Deswegen, Strukturen sind immer Wertetypen. Und wir sehen hier nochmal zurück zum Program. Sobald ich hier eben New Person mache, bekomme ich ein Personenobjekt auf dem Heap, was von dieser Variable über eine Adresse referenziert wird. Deswegen Referenz, deswegen Pfeil. Point ist eine Struktur. Strukturen sind sozusagen Wertetypen und liegen immer genau da, wo sie eben sozusagen allokiert wurden. Es kann, wenn sie eben Parameter oder Variablen sind, liegen sie direkt in diesen drin oder eben bei Feldern direkt als Teil eines Objekts. Und der Punkt ist hier eben, dass diese komplette Point-Struktur hier auf den Stack untergebracht wird mit x und y. Ja? Das ist wichtig, dass man diesen Unterschied versteht. So, und was wir jetzt hier bei dieser Zuweisung machen, ist natürlich nichts Besonderes. Wir setzen hier einfach 4.2 an diesen Double-Wert und dann, jetzt passiert was sehr Interessantes. Wir rufen hier nämlich die ConsoleWriteLine-Überladung auf, die ein Object entgegennimmt. Und genau das wollte ich jetzt eben doch nochmal ansprechen. Wir wissen zwar auch hier nicht, was genau intern passiert, wie beim vorigen WriteLine-Aufruf natürlich. So. ConsoleWriteLine. Der Punkt ist aber, und das wissen wir sehr wohl, ist, dass hier eben dieser Parameter Value vom Typ Object ist. Und Object ist ein Referenztyp. Was heißt das?
diese dieser Parameter hier, der kann nur irgendwas referenzieren, was auf dem Heap liegt in C#. Und das Problem ist aber, wir übergeben hier bei diesem Aufruf eine Struktur. Und die liegt ja wohl eindeutig hier auf dem Stack. Und genau das ist Boxing, was jetzt eintritt, damit dieser Parameter hier etwas auf dem Heap referenzieren kann, müssen wir eben ein Objekt erzeugen. Also ich mache aus diesem Template hier ein Objekt. Und nehmen das hier raus und stecken stattdessen diesen Point hier mit rein. Ich glaube, ich lasse mal eins da von diesen Sachen. Wir haben hier eben tatsächlich einen Point innerhalb dieses Objekts geboxt. Deswegen kommt ja auch dieser Ausdruck Boxing. Und da stehen eben die Werte, die wir hier jeweils auch auf der linken Seite drinstehen haben. 4.2 und eben y wäre dann, wenn ich es groß schreiben würde, in diesem Fall eben 0.0. So, das ist jetzt ein geboxtes Objekt im Prinzip. Und was hier eben passiert, ist, dass alles, was in dieser Struktur hier links auf dem Stack stande, rüber kopiert wird innerhalb eines Objekts, damit dieser Parameter hier oben dieses Objekt referenzieren kann. Ist insofern kritisch, wenn Sie auf eine gewisse Anzahl an Aufrufen bei einer Funktion kommen müssen, wenn das bei Ihnen eben eine bestimmte Performance-Anforderung ist und Sie da behende Boxing und Unboxing machen, da kann es zu Performance-Einbrüchen kommen. Es muss man aber jeweils messen, ob dieses Boxing oder Unboxing hier tatsächlich Probleme bereitet oder nicht. Was wir hier eben nochmal sehen können, ist tatsächlich eben durch diese Angabe des Points als Parameter wird hier eben sozusagen eine implizite Konvertierung durchgeführt von Point nach Object und das Wichtige ist eben hier zu wissen, okay, hier passiert Boxing. Das heißt, dieses Element auf den Stack wird Call-by-Value in dieses Objekt übertragen. Also dieser Point ist dann sozusagen einmal hier rüber kopiert worden und wir haben dann eben den Parameter Value vom Typ Object, der eben ein Referenztyp ist und dadurch eben nur dieses Objekt hier referenzieren kann. Wir werden in einem späteren Video auch nochmal ein Beispiel dazu machen, wie sich das Ganze entwickelt. Okay, damit sind wir am Ende unserer ganz kleinen Funktion. Wir sehen eben, auch wenn wir bloß ein paar Zeilen Code schreiben, kann trotzdem relativ viel eben auf dem Stack passieren. Wir bedenken eben auch, dass wir hier den Fakt haben, dass wir Strings vereinfacht darstellen und dass wir zum Beispiel die Methodeninfo auch noch vereinfacht darstellen, damit wir eben nicht mit so vielen Sachen gleichzeitig im Stack und Heap sozusagen auskommen müssen und uns auf das konzentrieren können, was wesentlich ist. Wenn dieser Console-Write-Line-Aufruf vorbei ist, dann wird natürlich hier sämtlicher Speicher wieder abgetragen und wenn unsere Main-Funktion vorbei ist, dann werden natürlich auch diese drei Sachen hier wieder entfernt. Dann bleibt natürlich auch die Frage offen, ja, hui, wie kommen jetzt denn diese Objekte eigentlich hier aus dem Heap wieder raus? Weil, okay, der Stack wird automatisch allokiert und deallokiert, je nachdem, wie unsere Funktionen fortgeschritten sind, aber wie kommen diese Objekte denn hier raus?
Das macht der sogenannte Garbage Collector, werden wir uns auch in einem späteren Beispiel nochmal anschauen. Jetzt sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir werden uns im nächsten Video damit beschäftigen, dass wir nochmal ein anderes Szenario anschauen, wo wir uns ebenfalls Stack und Heap anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Bis bald!